Hallo, Sioni, willkommen zurück zu Let's Play Tales aus dem Hohen. Da möchten wir herausfinden, wer Lloyds Vater ist. What have you done with my dad? Ja, und er verschwindet, ha? Ich hoffe, es war nicht ein zu fieser Cliffhanger beim letzten Mal, aber ich dachte, das war dann doch besser, als die komplette nächste Szene noch drin zu lassen. Aber schauen wir mal. Oh shit. Vor allem, bist du jetzt wieder mein Gegner? Ich dachte, wir sind auf einer Seite. Kratos? Warum hat er ihn noch hergebracht? Die Renegades und Crucis sind Feinde, nicht? So why? Quiet. Of course, the drug should have everyone sleeping sound. Also hast du uns schlafen gelegt, oder was? Drug? Wusstest du, dass wir herkommen? Where's my dad? If you've done anything to my dad, I'll tear every last one of you to pieces. Now, now. Is that the way to act when you're about to meet your father for the first time? So it was you. You were the assassin who tried to kill me at Heim. Das hat erst jetzt gemerkt. Kratos, if you value your son's life at all, do as we say. What are you talking about? Release Origin's seal. Otherwise, Lloyd will die right here. No. Kratos can't be my dad. I can't believe that. I won't believe that. How does it feel to have your own son reject you like that? Hmm. I'd guess from your attitude, you don't plan on releasing Origin. If that's the way it's going to be, then you'll just have to die. One move and your son dies. You changed once you got a family. Just like that time 15 years ago, when Anna was transformed into a monster, you lost your ability to fight back. What? If she hadn't been together with you, she would have never turned out like that. Such an unfortunate woman. Don't mock my mom. Kratos? Are you all right? Good. Wer kommt jetzt? Colette. Lloyd, what's wrong? What's going on? What am I supposed to believe? Lloyd, calm down. It's not true. Kratos can't be the man who betrayed us and made you suffer. He couldn't possibly be my dad. Lloyd, don't lose sight of who you are. No matter who your parents are, no matter your background, you're still you. I'm me? You're the one who told me that no matter what I look like, even if I become an angel, I'm still me. And don't forget, Kratos saved you. Yeah. You're... Thanks. But I still can't call you dad. Lloyd. I hate what you... what Crucius does. Too many people have died. People from Silveron, people from Tethiala, Desians and Renegades and members of Crucius. They're all victims. I refuse to accept the idea that it's okay to sacrifice people for a cause. It's not okay to lose any life. No life should be born for the sole purpose of dying. I won't sacrifice the world to save Colette. I'm not giving up until I find a way for everyone to live. Wow, that was an amazingly corny speech. Congratulations. Mace? Did you think I didn't notice what was going on? How pathetic. I had Pronema keep tabs on Kratos, since it seemed he was leaking information to Lloyd's group. Damn it! Yggdrasil! How the hell did you find out? What? That was a pretty amusing scheme you had going. Hard to believe those filthy renegades that were always getting in my way were actually led by you.
If it weren't for my sister's wishes to spare your life, I'd kill you right Was now. Das genau bedeutet, werde ich später erklären. Ja, ja, wir analysieren die ganze Szene ein bisschen später, ne? Wer kommt jetzt? Alle. What's going on? Mythos. So it's true. What's true? That you shouldn't have trusted me? Good guess, Genus. Because I didn't trust you either. Ach du Arsch. Mythos saved me. Shut up. Mythos saved me. How could you do that? You even risked your life to save her. Mythos, why? Why are you doing this? How could you hurt Tabitha and Altessa? You got along so well with them. Tabitha. That doll looks so disturbingly like my sister. I never could stand her. She's a failed vessel who couldn't accept my sister's soul. Just looking at her makes me sick. You little bastard! How dare you betray my best friend! Damn! Stop! Please, you're both my friends! Du versuchst ihn noch zu beschützen? Lord Yggdrasil, your wounds are not yet healed. Please, lead this to the angels. Das heißt, er kann einfach formschiften? Unglaublich. Alright. Aber Kratos nimmt dir mit. Yun, lass dir hier, ja? Out of the way. Gib ihn. Ah, machen wir den Kampf in Ruhe, danach können wir das gerne alles analysieren. Ah, Mensch, 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 Mensch. Gut, dass Zelda auch schon wach ist und Regal. Weil die habe ich eben draußen nicht gesehen. Aber gut, ja. Jedenfalls, wir haben eine Menge Zeug gerade mitbekommen, ne? Oh, komm, Block. Komm, gib den mal. Oh, nee, dann hier nicht mehr. Nee, 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 nee. Ja, diese Engel sind schon ein bisschen stärker. Nur so nebenbei, das ist wirklich ein deutlich stärkerer Gegner, als was wir vorher gekämpft haben, ne? Deutlich. Also, ja, komm, Zelda, gib ihn. Ui, ich muss ein bisschen näher ran. Sauber, so sieht's gut aus. Och, Mensch, du hast auch nochmal einen Kraftschub? Warum? Ah, okay, du bist down. Nee, 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 nee. Sauber, der zweite ist down. Gib ihm. Sauber, jetzt haben wir dich. Und Twin Tiger Bell und Demon Fang. Ach, der ist daneben gesegelt, ich weiß es nicht. Ui, der Damage-Output von dem Ding ist halt auch ziemlich böse eigentlich, ne? Ha, durch den Kraftschub gekillt. Easy. No life should be born for the sole purpose of dying. What do you think those X-Spears are that you're using? Naja, die sind nicht dafür entstanden, sondern mehr ging halt nicht mehr, ne? Reden wir lieber erst noch mit den Leuten, würde ich sagen, bevor wir in die nächste Szene gehen. Nun, alle unsere Bemühungen umsonst gewesen. Dein Plan war, den Pakt mit Origin zu schließen und das ewige Schwert einzusetzen. Richtig. Und dann wollten wir mit der Mana-Kanone diesen Höllenturm zerstören, um den göttlichen Keim wachsen zu lassen. Das war unser Plan. Als ich über einen Insider der Designs zum ersten Mal von dir hörte, dachte ich, ich könnte Kratos zwingen, mitzumachen. Du warst nicht mit Mythos-Ära der Halbelfen einverstanden? Der Plan war das Ergebnis des falsch verstandenen letzten Wunsches von Martell. Es ist nicht das, was sie wirklich wollte. Und er weiß nämlich, was sie wollte, aber mehr dazu... Wobei, ich kann es vielleicht jetzt schon auflösen. Es geht eigentlich nur darum, auch dieser Ring, den wir damals in Heimdall gekriegt haben, nicht wahr? Das war einfach mal, dass er mit der Schwester von Mythos, mit Martell, zusammen gewesen ist. Ich glaube, die waren entweder verlobt oder mehr oder weniger in dem Dreh. Und er weiß eben daher auch genau, was sie wollte, ne? Ihr Bruder hat das halt völlig falsch verstanden. Wahrscheinlich ist er verrückt geworden, als sie gestorben ist. Wie lautete der letzte Wunsch von Martell? Sie sagte, sie wünschte sich eine Welt ohne Diskriminierung. Nein, wir haben keine Zeit. Ich muss die Abtrünnigen evakuieren, bevor sie von Yggdrasil getötet werden.
Ist Kratos wirklich der Einzige, der das Siegel von Ojin brechen kann? Ja, das Siegel wird gebrochen, wenn das Mana aus seinem Körper freigesetzt wird. Hat er also damals Mythos so sehr vertraut, dass er das Siegel auf sich hat ergehen lassen, ja? Wenn er das tut, wird er wahrscheinlich sein Leben verlieren. Ja, das Siegel ist an sein Leben geknüpft. Glaubst du, wir müssen sein Leben opfern, um in den Besitz des ewigen Schwerts zu kommen? Du wirst das ewige Schwert nicht führen können. Es sind zwar nicht die Kräfte eines Beschwörers erforderlich, du musst lediglich von Ojin anerkannt werden. Eines kannst du jedoch nicht ändern. Das wäre... Was meinst du damit? Die Gresham meinen... Was? Mythos sagt das auch. Nur Halbelfen können es handhaben. Dieses Schwert wurde von Ojin speziell für Mythos angefertigt. Das heißt, er kann mir auch nicht einfach ein neues Schwert anfertigen, oder wie? Tabitha. Ja genau, sie hat halt beschützt anscheinend. Wahrscheinlich währenddessen oder als die ganzen Auserwählten immer wieder gefällt haben, hat er sich wohl irgendwann überlegt, hey, wir könnten einfach eine Maschine bauen, die meine Schwester ähnlich sieht. Und sie sieht Mattel wirklich sehr ähnlich. Aber anscheinend war Tabitha nicht kompatibel mit der Seele von Mattel, weswegen er sie nicht ausstehen kann. Ne? Deftig. Tessa hat mich gerade, bitte Professor Bettner, ich tue was ich kann, ja, halt das Ding drauf. Warum hat Mythos das getan? Aber wir haben einiges an Antworten gekriegt, ne? Ich finde leider auch die Szene, wie klar geworden ist, dass Kratos derjenige ist, leider nicht so imposant. Es wirkt etwas gezwungen, andererseits wird jetzt auch klar, zum Beispiel, die Ähnlichkeit ist verblüffend oder... So weiter und so fort. Es gab halt viele Situationen, wo das schon angedeutet wurde, ne? Wir sollten schnell wie möglich einen Arzt rufen. Ja, im Gegensatz zu uns verwendet Altessa kein Ex-Vier-Eilkünste, sind da nicht sehr wirkungsvoll. Das finde ich auch ziemlich gut erklärt. Das heißt, so First Aid und sowas ist gut für Leute, die Ex-Vier benutzen. Nicht für Leute, die das nicht tun. Wir haben ihn aus Verneuer geholt, als unser Oberhaupt einmal schwer verletzt war. Lass uns dorthin gehen, Leute. Okay, dann auf nach Verneuer. Das ist aber jetzt auch relativ wichtig. Ich sag mal so viel. Wenn ihr eine oder das Spiel optional laufen lassen wollt, dann wäre es wirklich, wirklich, wirklich wichtig, an dieser Stelle ein Save zu machen. So, sorry. Jedenfalls ja, ich empfehle sehr, einen extra Save zu machen, wenn ihr das Spiel später optional spielen wollt, und ich werde das auch machen, denn ich möchte euch beide Möglichkeiten zeigen, wie man das Spiel weiter spielen kann. Das Ding ist, ich werde natürlich das LP für die Art und Weise weiterspielen. Machen wir, kann ich einen neuen Save machen? Oder komm, ich speichere einfach hier unten. Ist schon okay. Aber ja, natürlich läuft das Spiel sowieso weiter und ich werde es auch für das LP so weiterspielen, wie es vom Spiel eigentlich gedacht ist. Aber dieses Secret-mäßige werde ich euch später zeigen. Auch nicht sofort. Ich werde auch noch nicht sofort erklären, was es ist. Das machen wir wirklich erst später. Oder werde ich sehen, ob ich es dann erkläre und zeige. Aber auf jeden Fall zeige ich euch erst das Richtige. Das wäre nämlich sonst ein Super-Spoiler. Eben, warum haut er denn schon wieder ab? Egal, wir haben keine Zeit für Zelos, lass den einfach, wo er ist. Wir gehen zum Arzt. Ja, weil es hier wahrscheinlich der beste Arzt von ganz Tethiala ist, ne? Ja, ich weiß. Genau, retten wir Altessa. Das ist wirklich das A und O gerade, ne? Denn, ja, selbst du, Abyssion, muss noch warten. Und hey, das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Wir können dir ein bisschen geben. Hier ist ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung. 5000 Kalt. Dankeschön. Ja, wir brauchten die eh nicht mehr, von daher. Cool, wir haben ein bisschen Cash noch bekommen. Wie viel Cash haben wir eigentlich? 101.000. Ja, wir haben wirklich ordentlich was gefarmt, ne? Hey, da ist er, ja. Ionis, eine merkwürdige Substanz eingeflößt. Wenn man damit den Ring des Paktes schmiedet, schaffe ich da? What the fuck ist los mit dir, Zelos? Worüber redest du? Selbstgespräche führen ist nicht so cool. Ach, hat er hier gewartet beim Arzt? Na gut, vielleicht hat er vom Arzt Ionis bekommen? Keine Ahnung, aber wir drängen uns einfach mal eiskalt vor. Weil wir es können. Servieren und Nokami, ey. Ist schon eine Weile her. Es ist ein Notfall. Ein Bekannter von uns liegt im Sterben. Mensch, wie kann er dabei so ruhig bleiben, ne? Ja, das ist okay.
Eben, ja, dein Geschäft. Mein Gott, ist okay, wir zahlen, was du willst. Einigen wir uns auf Zahlung bei Erfolg. Zuerst muss ich mir den Patienten ansehen. Spesen und Gefahrenzulage werden extra berechnet. Ja, ist egal. Eine Eskorte, wen willst du haben? Ihr drei seht mir geeignet aus. Regal, Rain und Zellos? Ah, Regal, Rain und Persea, oder was? Ach, sogar alle vier. Ja, nimm sie mit. Gut, wir warten hier. Ein bisschen seltsam, dass wir nicht auch mitgehen, aber gut. Hm? Who is it? Hey, Coletto. Lloyd, did I wake you? It's snowing outside. Mhm. I was wondering why it was so cold. Ja, wir sind ein Flaneur, aber... Yeah, it's really cold. You sure sound happy. Yeah, I mean, I can actually tell it's cold. I'm so happy. That's right. You couldn't feel things like that just a little while ago, huh? Say, Lloyd, if you don't mind the cold, do you want to go for a little walk? So, das hier ist auch ziemlich wichtig. Wenn ihr diese gewisse Szene sehen wollt, dann dürft ihr hier nicht mit Colette rausgehen. Es ist super wichtig, dass ihr Colette dann rejectet. Weil ich aber das Spiel halt, wie gesagt, so spiele, dass Leute und Colette die beste Verbindung haben, mache ich das natürlich. Aber generell könnt ihr hier einiges ändern und einigen Leuten einen Schub geben. Sure. Aber deswegen, ich finde es am schönsten eigentlich so, ganz ehrlich. Aber dazu ist auch zu sagen, dass Lloyd mit jeder Person, weil hier können auch andere Personen eben auftauchen, mit jeder Person ein echt cooles Gespräch führt. Die alle zu zeigen, ist leider in einem Playthrough für mich nicht möglich, weil ich dann wirklich für alle Leute entsprechend sie eingestellt haben müsste, dass Lloyd sie entsprechend mag. Und das geht einfach nicht. Yeah. Lloyd, do you remember what Kratos said? Was genau? What was it? Ah, die Mucke ist super. He said we can throw the X-Spheres away at any time. Ah, das damals, wo wir im zerstörten, in der zerstörten Stadt von Luen waren, ne? But right now, we need to carry the burden of the hopes and dreams of the victims and fight on their behalf. That was when we saw X-Spheres being made at the human ranch in Silver. Das ist auch schon lange her, ne? He was talking about your mother, wasn't he? But he works willingly for the boss of the guy responsible for turning my mom into a monster. I don't think that's true. Kratos saved us over and over again. And he protected you too, Lloyd. Yeah, but... And so, I'm sure he cares about both you and your mother. He's a wonderful father, don't you think? Yeah. Is that why you brought me out here? To tell me that? Yeah, I guess that was part of it. Thanks, but it's okay. I'm not really shocked about the fact that he's my father anymore. But... Origin Seal? Ja, er muss sterben, damit wir das Siegel freisetzen können. I'm sorry for bringing it up, but if he unleashes all the mana from his body, then not even he could... I know. No one knows if he'll survive or not. And that's why we need to find a way to release Origin without Kratos losing his life. Just like the way you saved me. Colette? I'm sure everyone will understand, okay? Please? Thanks, Colette. But I look at it this way. Kratos has his reasons for siding with Mythos. And I want to hear what those are. Anything else I do is going to wait until after that. You're going, aren't you? Ja, anscheinend gehen wir nochmal nach Darius Kahn. Yeah. I plan to go after we check on Altessa's condition tomorrow. I don't agree with Mythos's vision. I have to prevent it from happening. I'm going to fight him. Is it okay if I come a little closer? Sure. I don't want to see this beautiful scenery ruined the way Silverant was. I won't let that happen. This time, we're going to protect it, right? Yeah. Do you know the seventh dwarven vow? The one you hate the most, right? Goodness and love will always win. I really hope that's true. Are you worried? Then, take this. Ah, das Item.
What's this? It's a charm. A Flaneur Snow Bunny. They say it brings. Nur so nebenbei, diesen Flaneur Snow Bunny, wir können ihn ausrüsten, das ist ein Accessoire. Ihr kriegt den aber auch nur, wenn ihr hier mit Colette sprecht. Ihr könnt ihn nicht kaufen. Was ihr höchstens kaufen könntet, ist eine Hasenpfote. I had them take one to Altessa earlier. And this one's for you. Thanks. Lloyd, we're all with you. Now that you have a charm too, everything will work out okay. Yeah, you're right. Sehr cool. Eine sehr, sehr schöne Szene. Ich finde es auch wirklich gut, wie es zum Beispiel mit Gina gemacht ist. Oder mit anderen Leuten. So früh morgens, dass noch keiner unterwegs ist. Guys, how's Altessa? It seems he is out of danger. Right now, some people from Mizuho and the doctor are watching over him. Good. I need to speak with everyone. The world is never gonna change if we just wait for Crucius to make the next move, right? So this time, we're going to strike them first. Well, so you're finally ready to do it. We're gonna raid Crucius. Yeah, I have two objectives. Prevent the establishment of Mythos's new age and release Origen. But if you release Origen, what about Kratos? I don't really know yet. We don't know for certain that he'll actually die. We also don't know if he'll side with us or not. We don't have the time to worry about things we're not sure of. What do you intend to do about the Eternal Sword? Even if you break Origen's seal, you can't wield it, remember? And I doubt either Genus or I would be able to handle a sword. Don't worry about that. I've got it covered. What are you talking about? Why do you think I can use magic swords? I received magic injections with the latest in Tetheala technology. In other words, I'm a human with elven blood in me. That should work, shouldn't it? Then I guess this will be the final battle. Yep. Understood. Let us end this. For the sake of uniting the worlds. Yeah. I'll do my best too. Colette, I need you to stay behind. Why? They want you as Martell's vessel. We'll have either Mizuho or the Renegades hide you. If that's what you want. No, I'm going too. But I get it. You don't think you can protect her. That is so sad. What did you say? Don't worry, Colette. I, the great Zelos, swear to protect you. Zelos! Take her along, Lloyd. They're gonna be after her no matter where she is. You ought to know that by now. Be a man! Show her what you're made of! Wow. We actually have the same opinion for once. Sorry, Lloyd, but I agree with Zelos this time. All right. Colette will come with us, okay? Thank you, Lloyd. And everyone else, too. Does Tetheala really have a technology like that? It sure does, for some weird reason. All right. Let's go kick some Crucius butt, Lloyd. Zelos, I trust you. What? What are you talking about? Well, of course I can understand that you're counting on me. Just place your faith in me. Faith, huh? I hope so. Yeah, yeah, come on, let's go! Okay. Wird es wirklich zum finalen Kampf kommen, ne? Und ja, was die ganzen Sidequests angeht, ich meine, wir haben zum Beispiel noch Abyssion vor uns und noch die ein oder andere Nebenquests mit dem ein oder anderen Charakter. Ich kann nicht so viel sagen, da ich einen anderen Save habe, können wir uns auf jeden Fall auch später drum kümmern. Das ist also alles nicht so wild. Dann gehen wir vielleicht einfach in Richtung Finale. Will aber vorher nochmal einkaufen und weil ich in Cyberg eher weiß, wo der Laden ist, mache ich das lieber hier. Ist mir ein bisschen einfacher. Ja, oder sowas wie dieser dritte Kampf gegen dieses Skelettvieh, ne? Das können wir auch später machen, das ist auch nicht so wild. Wie gesagt, ich habe ja einen zweiten Save, muss nur aufpassen, dass ich diesen anderen Save nicht versehentlich überspeichere.
Und ja, ich möchte lieber dich dran haben. Okay. Und ja, wobei ich kann Items noch ein bisschen switchen. Vielleicht machen wir doch erstmal so oder ja doch so. Und dann nehmen wir Zelos erstmal die blaue Sephira wieder weg. Und die gebe ich dann nämlich stattdessen, ja, nimm mal das, die gebe ich jetzt stattdessen dir. Weil du dann hoffentlich ein bisschen länger im Kampf dem bleibst, weil Rain brauche ich immer. Aber wenn Nummer 2 nicht da ist, brauche ich Zelos nicht unbedingt. Dann kann ich Zelos nämlich rausnehmen. So, und Genus ist S-Typ. Ja, okay, wir haben heute ein bisschen mehr Zeit. Schaut mal, er lernt jetzt hier zum Beispiel Aqualaser, Flamelance, Airblade, Grave, Sparkwave, Freeze Lancer, Spiral Flare, Thunder Arrow, lauter neue Attacken, nicht wahr? Mal sehen, welche muss ich dafür vergessen? Keine von euch? Okay, die sind anscheinend alle... Gut, diese Attacken sind alle nur extra. Gut, die kann er natürlich lernen. Absolutes Super Erde-Eis. Die Attacke ist super stark. Aber ich möchte zum Beispiel... Thunderblade brauchen wir. So viel sei gesagt, ihr müsst die Stufe 3 Attacke von Thunderblade haben. Für Genus ultimative Attacke. Da kommt Indignation, die müsst ihr haben. Aber ich kann zum Beispiel Eruption löschen. Und dann können wir Flamelance lernen und kann... Aqualaser finde ich nicht so gut, auch Flamelance ist so die beste, finde ich. Okay, das hätten wir. Und ich möchte noch Lloyd mit dem Snow Bunny ausrüsten. Es ist eine schöne Sache. Und auch wenn ich dadurch wahrscheinlich keinen Angriffsboost mehr habe von den 10%, wo ist er denn? Wo ist mein Schneehase? Moment, wo ist er denn? Da. Schneehase, er steigert fast alles, ne? Her damit. Okay, aber werden wir in der Lage sein, Crucius zu zerstören? Das sehen wir beim nächsten Mal in Let's Play Tales of Symphonia. Ich bin's hier und selber bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin. Regal! I'll hold them off here. Hurry! You know I can't leave you behind! There's no time. You know that. You're the only one who can save Colette. I know that, but I can't just leave my friend! That's not what you're doing. I once wasn't able to protect someone very important to me. So this time, I'm going to succeed. I'm going to protect my friends. Regal! Lloyd, save Colette. All right. Regal, don't die. Don't make me go through the same pain you did. You hear me?